Hi Leute und WB zu einer neuen Folge von Bayride. Ich habe im Off ein bisschen gespielt, aber nicht zu viel. I swear. Wir haben jetzt auf jeden Fall alle Gegenstände, die wir für die Quests brauchen. Und in dem Sinn schauen wir auch gleich rein. Denkt dran, die beiden QR-Codes zu scannen, wenn ihr Lust habt, mir auf anderen Plattformen zu joinen. Und denkt auch dran, ein Abo dazulassen, falls ihr Bock drauf habt. Ja, und jetzt legen wir aber auch gleich los, Leute. Viel Spaß und let's go. Wir haben jetzt noch den tiefsten Winter, wie ihr sehen könnt. Und ich hasse diesen Winter einfach in diesem Spiel. Ich weiß auch nicht, warum. Ich habe auf jeden Fall alles im Inventar, was wir brauchen. Und zwar war das zweimal der lederverstärkte, geflickte Gambeson, einmal der robuste Falchion, einmal der heimliche Dolch und zweimal der Fußsoldatenhut. Genau, das heißt, die geben wir auf jeden Fall jetzt ab. Ich würde sagen, wir starten mit Horndin. Verfolgen mal die Quest hier und düsen einfach mal dahin. So, jetzt muss ich nur gucken, wo ist mein Rathaus? Die Siedlung wächst und wächst. Ich habe jetzt auch schon fast alle Gebäude gebaut, die man so bauen kann. Ja, genau, da ist der Reisepunkt, nicht da hinten. Horndin, wo bist du? Hier. Wo ist denn die liebe Kallista? Da hinten steht sie irgendwo rum. Ich bin immer gespannt, wann wieder ein neues Update kommt für Bayride oder generell neue Inhalte. Wie gesagt, ich fände es eigentlich cool, wenn man jetzt auch mal Tiere oder so dazu bekommen würde. Kallista wartet ganz kurz. Willkommen. Ups, man sollte halt nicht auf Lebwohl drücken. Was benötigt ihr, was die Gegenstände angeht, die du verlangt hast? Konntest du das bringen, was ich verlangt habe? Ja, nimm es. Wunderbar, jetzt kann ich mit meiner Forschung beginnen. Hier, das ist für deine Mühe. Ich hoffe, du machst gute Fortschritte bei deiner Forschung. Okidoki. Dann haben wir die Quest bei ihr auch abgegeben, haben wieder Münzen, Ruhm und alte Münzen bekommen. Und ja, jetzt wird es gerade dunkel. Ich glaube, dass tatsächlich morgen dann auch schon wieder Frühling ist, worauf ich mich sehr freue. Das heißt, wir gehen jetzt nach Hause, pennen eine Runde und dann bringen wir die anderen beiden Gegenstände nach, ich glaube, Crashmere. Oh ja, es ist tatsächlich Frühling, aber ein richtig übel verregneter Tag. Wir gehen jetzt natürlich zuerst mal zur Essensscheune und schlagen uns das Bäuchlein voll. Ach so, falsch. Ich habe ja zwei. Wo ist das andere? Da. Oh, und sie müssten mal tatsächlich wieder ein bisschen was machen. Aber gut, aktuell brauchen wir ja sonst nichts weiter. Übrigens, hattet ihr recht, dass ich diesen Pelz am Gerbergestell machen kann? Ich war halt so blöd und habe, ich weiß nicht, das einfach übersehen, das Gerbergestell. Naja, jetzt haben wir auf jeden Fall den Pelz und wir verfolgen die Quest. Und düsen nach Crashmere, genau. Dafür müssen wir einmal wieder hier ums Eck. Klettern wir mal da drüber. So, Crashmere, wo bist denn? Wie kann man nur so ein ungemütliches Wetter haben? Wobei es bei mir tatsächlich auch gerade nicht besser ist, nur dass es nicht regnet. Aber es ist zum Glück kühl, nicht mehr so heiß, wie es mal war, jetzt vor ein paar Tagen. Das ist auf jeden Fall auch nicht schlecht. Jetzt legen wir mal einen Zahn zu. Hallo Schweinchen. Und schauen mal, zu wem müssen wir eigentlich? Zu Clara, genau. Clara? Wo versteckst du dich schon wieder? Ich glaube, da geht sie gerade wieder weg, oder? Bist du Clara? Ja. Hello, friend. Hello, friend. Wegen der Rüstung, die du wolltest. Es hat ein bisschen gedauert, aber ich habe alles, was du brauchst. Ich hoffe wirklich, dass ihr mit dieser globigen Rüstung nicht auf Tarnung setzt. Danke für deine Hilfe und für das Lachen. Es ist schön, jemanden zu sehen, der in diesen Dingen Humor hat. Ach so. Okay. Aber wieso haust du ab? Wenn du noch eine Quest hast. Ich brauche deine Hilfe. Ich weiß, es ist vielleicht nicht der beste Zeitpunkt, aber ohne dich sind wir in Schwierigkeiten. Es geht um den Schlechter. Schlechter, wer ist das? Sorry, ich vergesse immer wieder, dass du nicht viel über Burning Stuff weißt. Der Schlechter ist unser Anführer. Er war jahrelang ein Dorn im Auge der Obrigkeit, aber in letzter Zeit ist er verstummt und ich habe gerade erfahren, warum. Er wurde gefangen genommen. Ach, wer hat ihn denn gefangen? Ashborns Leute. Gib mir die Karte und ich zeig dir, wo es ist. Wir können sie nicht alleine angreifen.
And we're disorganized without our leader around. Was hab ich davon? Genug, das versichere ich dir. Ich werde mich ihnen stellen. Du musst dich vorbereiten, das wird nicht einfach, sagt sie. Und jetzt hat sie aber noch was, oder wie? Nö. Okay. Hey, warte mal. Wie? Moment, ich hab ihr das doch jetzt schon gegeben, die Rüstung. Ah, jetzt hat's geklappt. Okay. Super duper. Blutiger Gefangener, besiege Briganten, um den Schlechter zu retten. 10.000 Ansehen, alter Verwalter. Okay. Okay. Wo überhaupt? Aha, war ja klar. Gut. Wir rocken dieses Ding. Ich werde jetzt mal gucken, dass ich mich da irgendwie vorbereite. Und dann gucken wir einfach hin und schauen, was da so abgeht, oder? Würde ich sagen. Aber erstmal wieder nach Hause und alles mitnehmen, was man so braucht. Und dann wird es schon. Ich hoffe, dass ich genug Bronzepfeile habe, Leute. So, dadurch, dass ich ja neue Scheunen gebaut habe, sind die gerade, glaube ich, noch dabei, alles umzuräumen. Jetzt weiß ich eben auch nicht. Ach, wo sind denn meine Pfeile? Okay, ich habe meine Pfeile gefunden. Leider habe ich nicht mehr als diese Bronzepfeile und diese einfachen Pfeile. Jetzt können wir einfach nur darauf hoffen, dass ich das irgendwie gedeichselt kriege. Ich würde mir gerne noch was zu essen mitnehmen, was vielleicht meine Gesundheit ein bisschen höher macht. Allerdings habe ich halt hier jetzt auch nicht mehr so viel. Ich esse jetzt das nochmal. Und ich sag mal so, die verlieren ja normalerweise eh immer Zeug. Also wir probieren das jetzt einfach mal aus. Habe ich denn da unten schon irgendwie ein Reiseschild oder was? Ja, habe ich tatsächlich. Okay. Gut, dann haltet euch fest. Das wird jetzt wahrscheinlich wild. Ich hoffe, ich schaff's. Mann, wieso gehst du nicht einfach da drüber? Du bist so ein Lappen, echt. So. Genug geschimpft. Wir düsen da jetzt hin. Und wir sind in den verwelkten Ebenen. Was für ein Desaster. Nein, es ist nicht, aber es hört sich irgendwie schon so an, als würden wir es nicht schaffen. Wir verwelken quasi auch. Naja, ich bin ja mal gespannt. Ich denke, das müsste da unten dieses Gefängnis eben sein. Und da war ich ja tatsächlich schon mal. Ich hoffe, da sind nicht so viele Leutchens, beziehungsweise, dass die Essen verlieren und Bronzepfeile, weil sonst bin ich nämlich, auf Deutsch gesagt, am Arsch. Beziehungsweise muss es halt nochmal machen. Aber das ist ja auch so riesig. Gibt es da irgendeine Möglichkeit für mich, irgendwo hinzugehen, wo die nicht draufkommen? Ich glaube, ich probiere es mal da unten. Wird schon schief gehen, Leute, wird schon schief gehen. Ich wiederhole mich, aber ich habe Angst. So. Wir gehen... Nein, nein, nein. Du kannst da lang. Du kannst das. Du musst es nur wollen. Oh. Hoch mit dir. Ah ja. Perfekt. Okay. Oh mein Gott. Ich sag ja, Leute, verwelkt. Ich hab's euch gesagt. Also ich lass mich doch jetzt von so ein paar Hanseln hier nicht so hardcore verarschen. Echt. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Blöde Bogenschützen. Ich muss erstmal wieder darauf. Und jetzt kommen sie gleich alle. Wir stellen uns nicht dahin, scheiße. Weil da ja wieder die ganzen Bogenschützen sind. Okay, die kommen uns hinterher. Ich guck mal, wo ich vielleicht sonst noch hin könnte. Hier hin. Ich könnte hier rein. Jetzt ist nämlich keiner mehr da. Kann ich dann vielleicht darauf? Nee. Irgendwo, wo ich den Bogenschützen gut ausweichen kann. Oh, Hilfe. Nein, ich wollte doch darauf. Check. Hey, Alter. Jetzt raste ich dann aber aus. Wo sind denn die jetzt? Ach so, die haben sich jetzt alle wieder da versammelt.
kommen die oder nicht? I don't know. Oh, das sind ja Galgen. Kann ich irgendwas looten? Da ist doch eine Kiste. Oh mein Gott, wie geil. Komm schon, krieg Hunger. Und da sind sogar Bronzepfeile drin gewesen. Wie geil ist das denn? Cool, das war auf jeden Fall nicht schlecht. Jetzt muss ich nur noch einen geeigneten Ort... Ah, Hilfe, sie kommen. Leute, tschö mit Ö. Tschüssichen mit Üssichen. Einmal darauf. So. Schießt mich jetzt irgendwer gerade an? Nein. Okay. Wo sind denn die ganzen Bogenschützen? Nein, nein, nein. Treffen ist nicht gut. Oh, runter. Ich muss mich heilen. Das ist nichts gut. Shit, wie komme ich da jetzt wieder rauf? Gar nicht, gell? Oder? Doch, da vielleicht. Wo seid denn ihr? Ah, yo. Na komm, rennt weg. Dann kann ich nämlich dahin. Und hier liegt ja schon einer. Der hat aber nur Geld dabei. Ich frage mich echt, wo die Bogenschützen hin sind. Wo seid ihr? Komm, wir schießen mal da rein. Vielleicht lockt es die ja wieder an. Und ich glaube, sie schwärmen aus, oder? Hallo, hallo? Kommt da jetzt wer? Ja, da kommen sie. Gut. Vielleicht nochmal kurz heilen. Und kann ich schon was essen? Ja, okay, das gibt mir auf jeden Fall... Uah, ich muss weg. Ich muss weg. Die Bogenschützen sind wieder am Start. Toll. Damit hat jetzt wieder keiner gerechnet. Warum sind denn die da jetzt? Ja komm, verschießt eure Pfeile. Trifft mich nicht. Ich muss irgendwo hin, wo sie mich nicht... Ach scheiße, jetzt kommen sie wieder. Ah, no, no. Ach, scheiße. Warum bin ich denn da jetzt auch reingefallen? Wobei der Platz vielleicht gar nicht schlecht ist. So, wir sneakpeeken uns wieder rein. In der Hoffnung, dass sie mich jetzt nicht gleich sehen. Und ich mein ganzes Zeug hier looten kann. Kommst du da nicht raus oder wie? Ist doch jetzt nicht dein Ernst. Ah, super. Also, wir schleichen uns also mal ganz schnell nach da hinten und dann muss ich ganz, ganz fix was essen. Aber sie haben uns noch nicht gesehen. Was ist denn, wenn ich mich hier drauf stelle? Da kommen die Bogenschützen auf jeden Fall nicht zu mir. Oder gehen sie außen rum? Ich weiß es nicht. Wir werden es sehen. So, jetzt kommt ihr erstmal her. Oh, scheiße. Mann, diese hässlichen Bogenschützen, die gehen mir mal sowas von auf den Sack. Oh mein Gott, mit 6 ihn zu treffen, ist natürlich auch scheiße. Okay, 84 ist besser, aber nicht genug. Wo ist der Bogenschütze? Oh, ach scheiße, die sind so hässlich. So, wir sind wieder da und lassen uns nicht unterkriegen. Hoffentlich. Es muss doch einen Platz geben, wo die Bogenschützen nicht hinkommen. Das kann ich mir doch gar nicht vorstellen. So vielleicht. Also der eine trifft mich nicht und er gerade auch nicht. Oh, der hat gesessen. Halleluja. Einmal noch? Nee, nochmal. Jawoll. Wah, 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 wah. So, und die anderen hauen jetzt wieder ab, oder wie ist die Lage? Ja, dann kommt halt her.
Wo sind meine Bogenschützen? Oh mein Gott. Wieso seid ihr so hässlich? Oder hierhin. Das könnte vielleicht auch klappen. Trifft mich da irgendwer? Ja, natürlich, der Bogenschütze. Renn um dein Leben. Wieso müssen da überall Bogenschützen sein? Ich verstehe es nicht. Ja, jetzt komm raus, du blöde Sau. Lauf, lauf, lauf. Ah, Mann. Boah, dich catch ich mir sowas von. Oh nein, 18 noch. Lauf, der sticht mich. Du kleiner Scheißer. Na also. Oh, da ist noch einer, oder? Aber er geht, glaube ich, gerade. So. Ist einer von euch ein Bogenschütze? Ja, du. Verschwinde. Gut. Sonst noch jemand? Don't try anything stupid. So treffe ich euch aber nicht gescheit. Hey, ist das dein Ernst? So. 16.30 Uhr schaffen wir es, bis die Nacht einbricht. Wenn wir so rumpimmeln, nicht. Okay. Ja, wisst ihr was? Lauft mal weg. Ist gar kein Problem, weil dann kann ich nämlich in Ruhe looten. So, dann kommt mal hierher. Oh, nein. Ach, die Stelle ist doof. Komm, wir gehen woanders hin. Kommt mal mit. Wir gehen an unseren Platz von vorher. Hä, wo sind sie? Mann, weißt du, weil der sich auch immer so hässlich bewegen muss. Wie treffe ich denn den am besten? Ja, so war es nicht schlecht. Gut, dann ist der auch erledigt. So, dann geht's noch. Ach ja, dann renn halt weg. Was hat er jetzt für ein Problem? Ups. Ah. Oh nein, ich habe nicht getroffen. Oh Gott, Leute, echt. Nein, triff mich nicht. Du. Komm. Na komm. Nein. Oh Mann. Der ist jetzt sowas von dran. Sag mal, das gibt's doch gar nicht, dass ich den nicht treffe. Okay, wir gehen wieder auf unseren Stein. Haut der jetzt ab? Komm gefälligst zurück, Mann. Ja. Na, heiß. Gut, sprich mit dem Schlechter. Wo ist denn der? Da. Ich hätte diese Briganten auch allein erledigen können. Du bist es also. Ah je. Ich bin ich. Weiß nicht, was du vorhattest, hier reinzureiten und mit deiner Waffe herumzuwuchteln. Ich hätte diese Briganten auch allein erledigen können. Du bist der Schlechter.
Der Anführer, nicht so laut, aber ja, ich bin der Schlechter. Und du? Ich bin ein Freund von Clara Winterburn. Du bist furchtbar naiv. Ich muss die Festung überprüfen. Dann gucken wir doch jetzt erstmal hier noch. Den Loot hatte ich ja schon angeschaut, da war ja jetzt nichts, ne? Ich muss eigentlich die ganzen Kisten und so finden und aufmachen. Die eine hatte ich ja schon. So, ist denn hier noch eine Kiste? Sieht nicht so aus. Kann man das aufmachen? Nein. Dann. Ups. Die Kiste, die hier drin war, haben wir ja schon aufgemacht. Dann gucken wir dahinter, ob da noch eine ist. Sieht nicht so aus. Okay. Dann schauen wir natürlich hier. Hier ist auch keine. Hier sind noch die Überreste von dem letzten Typen. Da ist auch keine, oder? Nee. Lass mich raus. Hier ist auch nirgends eine. Hier kommt man noch rein. Mit dem können wir reden, beziehungsweise die Tür. Nö. Gut, dann bleibst du drin. Hier ist noch eine Kiste. Und wir haben das Lager tatsächlich erfolgreich zerstört, auch wenn es wirklich, wirklich schwierig war. Aber ihr kennt mich, ich gebe nicht auf. Und deswegen haben wir es jetzt auch gewuppt. So, und jetzt wünsche ich euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Kribbeln im Bauch, genauso wie ich. Und ich sage tschö mit ö, wir sehen uns im nächsten Part. Bye, bye.